Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, auf der Zielgeraden nicht, aber wir befinden uns auf dem Weg zu den zu der 100% und wir machen jetzt noch ein paar Quests. Ich habe hier noch einmal von Madame Twiddles ist eine Quest, die noch außen ist. Die nehmen wir einmal mit und dann gehen wir nach Hogsmeade und machen da nochmal. Das sind noch drei Quests, die machen wir da auch. Und so, ich glaube, das ist so, denn hier finden wir noch mehr Quests, müssen wir gucken wahrscheinlich, ne? Aber lass uns erstmal das mit dem Vasen angucken. Das hier ist dieses Vasenmanöver. Hier gibt es irgendwas mit Vasen. Und das sollten wir uns das mal angucken. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. So, lass uns die Körper mal angucken hier. Die Vasen sehe ich da schon im Hintergrund. Aktiviere Warum die Statue. Warum sind hier nur so viele Vasen? Aha, vielleicht müssen wir... Okay, hier passt irgendwas nicht. Warte mal. Leviosa! Wingardium Leviosa! Okay, warte mal. Akio! Okay, ich kann die Vasen also nicht hoch. Leviosa! Also, was zerstören? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Revelio! Da scheinen auch noch Vasen zu sein. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Na, ich weiß nicht. Revelio. So, da drüben sehe ich auf jeden Fall noch eine Vase. Die liegt hier einfach mal. Revelio. Da sind auch Vasen dahinter versteckt. Die holen wir uns auch nochmal schnell. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Revelio. Okay. Oh. Was für eine abgefahrene Statue. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Kampfarena starten. Okay. Erstmal gehen wir zurück zu ihr. Und gucken dann, ob wir die Kampfarena starten sollen oder nicht. Machen wir gleich mal. Erstmal reisen wir zurück. Hallo, du Psychotante. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, das mein war's? Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. So, warte mal, ich will jetzt einmal kurz wissen. Einmal kurz wissen, was denn da auch abgeht. Wo war das denn jetzt, das Ding? Wir fliegen nochmal da zurück. Wo war denn das jetzt überhaupt? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ey, jetzt geht's doch gar nicht. Da hinten, ey, wohin, ne? Also wir müssen einmal kurz gucken, was das da war. Da stand da irgendwas im Kampfarena starten. Ich würde mich mal interessieren, was man da genau machen kann. Einen coolen Kampf geht, den will ich natürlich nicht meiden. So. Okay.
Kampfarena der Südküste. Okay. Das hat man sicher bis London gespürt. Welle 2. Oh, hier kann ich auf jeden Fall die Fellköter auch voll bekommen. Was auch nicht schlecht ist. Schmerzen? Damit kommst du nicht davon. Oh. Oh, Mist. So, Arabe Kadabre ist ein ziemlich cooler Spruch hier. Letzte Welle, okay. Mein lästiger Mensch, Eliam! Eindringling! Ich vergrabe dich im tiefsten Loch! Bombard! Arresto, Moment! Bedauerliche Entschuldigung! Hast du uns den Tag auf dem Berg überlebt? Inzentrum! War das schon alles? Akio! Ich glaube, jetzt muss ich gleich meinen. Jetzt kann ich doch mal.
Den machen. Und jetzt Abracadabra. Jetzt gleich an alle übergehen, oder? Wow. Das war doch easy peasy. Naja, easy peasy nicht, aber es war ziemlich cool, oder? Kampfarena, das ist ziemlich cool. Die gibt es ja wahrscheinlich überall, denn. Wir müssen uns das Symbol mal merken. So, jetzt haben wir ja die anderen gemacht. Jetzt gehen wir nach Hogsmeade und machen da die Quests. Also, hier fliegen wir hin. Und dann werden wir die anderen Quests machen. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Wir haben jetzt drei Quests und wir machen als erstes die hier. Los. Scheint ja ganz in der Nähe zu sein. Hä? Kann ich einmal hier rumlaufen? Ach, wahrscheinlich hier drinnen im. In den drei Besen. Ich hoffe, Mary und. Verzeihung, Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrinshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Spinnen machen mir nichts aus. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der mit... Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mal rübergehen. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arrinshire liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Na, gehen wir schnell hin. So, machen wir auf jeden Fall, aber... Ich kann Ihnen gar... Lass uns gleich auch die nächste... Lass uns alle Quests hier mitnehmen schon mal. So. Wir danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Oh, hab ich gerne gemacht. Na, wer rennt da weg, verdächtiger Typ? Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie... Oh, Sie haben eine... Ja. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen... Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte. Okay, wir haben schon viel geredet. Aber das macht nichts. Wir nehmen auch noch die nächste Quest mit. Das ist die hier.
Müssen wir, glaube ich, erstmal durch hier im Dorf zumindest. Sie ist ein dickköpfiges. Haben Sie mein Piesepott? Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Machen wir, aber erstmal reden wir mit den Typen hier oben. Entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere... Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein... Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen. Okay. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also okay. Los. In diesem Laden war ich noch nicht einmal drin. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Hallo. Oh, das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung. Was verkaufen Sie? Guck mal, was ich hier bekomme. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Gute Arbeit bei der Rettung des Nüfflers vor den schwarzen Magiern. Sehr mut. Meine Tür steht immer so offen. Kommen Sie gerne wieder. Guck, hier ist auch noch so ein Spiegel. Lumos. Ein Schornstein. Das muss ja irgendwo draußen sein. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ah, es kann da hinten bei ihr sein, ne? Lumos. Was ist auf der Schornstein da? Aber von wo aus? Warte mal kurz. Da auf dem Schornstein sitzt das Ding, habe ich schon gesehen, aber jetzt gehen wir noch mal hier hoch und machen das so. Lumos. Ich habe sie noch nicht gefüttert. So. So, jetzt müssen wir zum verbotenen Wald, nördlich von Hogsmeade. Lass uns das als erstes machen, die Quest. Mehr gibt es hier auch gerade nicht. Da soll ich hin? Gehen wir da hin. So, dann können wir direkt dahin eiern. Müsste auf jeden Fall funktionieren. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo, wie schön. Die sahen auch schon mal besser aus. Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubotubler?
Ja, irgendwo. Da müssen wir rein? Okay. Pavada! Na toll. Ein Troll. Incendio. Arresto Moment Akio. Avada Kedavra. Das war echt knapp. Geht so. Oh, das riecht grauenhaft. Das war Bobo-Tubler. Zum Glück sind es nur noch vier. Gucken, noch mehr davon finden. Rivelio. Da. Lass ich auch welche. Da. So, Bubutubler mit zwei. Oh, es fehlt noch einer, warte mal. Rebellion. Sollte reichen. So, ich sollte besser zu Zacharissa ziehen. Nee, wir fahren nicht zu Zacharissa. Wir machen erst die anderen Aufträge auch noch. Und zwar. Ich will sie küssen, dann reisen. Das machen wir auch hier. Okay, da können wir auch hin, uns hin eiern. Wie nennt sich das? Flattern. Da ist Ashaya, da ist der nächste. Wo ist denn der Flugpunkt? Da ist auch ein Flugpunkt, ne? Ja, komm. Okay, weil wir müssen vielleicht einmal kurz hier rausfliegen. Wie ist jetzt? Kann ich jetzt dahin beamen? Ja, jetzt geht's. Okay. Ist ja nicht so weit weg. Das muss Arantxa sein. Ich sollte mich auf die Suche nach Spinnen machen. Noch aggressiver als ich dachte. Inzent. Akio. Arresto Moment. Konfrikt! Ingardium Leviosa! Ingardium Leviosa! Protego! Oh. Arresto Moment! Nikendi! Aval, Ingardium! Das waren sicher die letzten. So, Marys Haus hier. Oh nein, das muss Mary sein. Die Ärmste. Confringo! Okay, super. Ich habe, wie gewünscht, das Spinnige ausgewählt. Ich erwarte prompte Bezahlung. Die neuen Spider-Länge meiner Werkstatt sind beide gestürzt. Ich kann nicht mehr, kann bald mehr geben, nachdem ich für letzte Lieferung bezahlt habe. Okay. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr? Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Okay, wir sollten von draußen in den Keller rein. Ist ja auch alles voll mit Spinnenweben auf einmal hier. Da ist der Keller, okay. Mary Portmans Keller. Vielleicht jetzt auch Portwein unten für uns. Mal gucken. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da.
einen riesen Kellerwert. Oder? Das ist kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Da hinten war eine Treppe, eine Leiter runter in den Keller. Ja. Eine Leiter? Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Naja. Egal, was mich dort unten erwartet. Ich sollte auf alles gefasst sein. Ah, sind wir ein bisschen größer hier. Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Revelio. Ah, okay. Bombard. Ein Eiersack weniger. Regardium Leviosa. Accio. Confringo. Leviosa. Meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Nee, meine auch nicht. Reveal. Komm, trink. Bombarda. Da komm ich nicht durch. Okay. Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sehe nicht. Revelio. Bombarda. Bombarda. Incendio. Accio. Protego. Oh. Bombarda. Revelio. Hier gibt's nichts mehr, aber da noch. Arresto Momento. Incendio. Bombarda. Die Hälfte ist geschafft. Aber ich muss alle Eiersäcke zerstören. Legion. Ich muss diese Eier zerstören. Revelio. Mhm, da hinten sind noch mehr. Ist ja irgendwie noch ein Weg dahin gehen. Revelio. Sehen. Warte mal. Hey, wie komme ich denn da hin? Ist auch kein Durchgang oder so, ne? Revelio. Nee, hier gibt es auch keinen Durchgang. Muss doch hier irgendwo einen Weg geben noch. Den ich übersehen habe. Da rein. Confringo! Accio! Levioso! Ringardium Leviosa! Bombarda! Incendio!
Archeo. Ja, das geht nicht. Revelio. Hier geht's auch mal längs, okay. Ah, von da kommen wir her. Macht nicht so viel Sinn, dahin zu gehen. Dann müssen wir hier rechts rumgehen, oder? Ah, hier oben geht's längs, okay. Bombarde! Incendio! Bombarde! Protego! Du bist widerlich. Revelio! Bombarde! Das ist der letzte Spinnensack. Ich habe eigentlich perfekt aufgehört, um meine Spinnenkolonie zu züchten. Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. Wie dumm von ihr. Okay. Ich hoffe, das ist die letzte Spinne. Akio. Komm, trink. Warum bist du dumm von ihr, so viele Spinnen zu züchten? Oder? Ah, ich find schon. Aber sie hat selbst schuld, ne? So klein die waren, die an dem rauskommen, noch eine Riesenspinne. Nein, halt! Das ist die letzte. Und sie ist wütend. Bombarda. Protego. Bist du vor? Ich werde für den Rest meines Lebens Albträume haben. Das war's. Aber die Kämpfe werden immer leichter, ne? So. War am Anfang noch alles schwierig immer so, auch gegen diese eine Riesenspinne da und jetzt easy peasy. Jetzt hier raus? Oder hier rein? Oh Mann. Ja, das war's wohl. Dann können wir die letzte Quest noch machen und dann können wir die alle abgeben. So, und dann haben wir hier Aufträge. Kehre zu Küsten haben wir gemacht. Kehre zu Kehre. Finde das ein, den Einhornbau. Das machen wir jetzt auch nochmal. Kurz bei Karte gucken. Wo ist denn der Bau hier oben? Anscheinend. Okay. Lass uns da mal hinflattern. Gucken wir mal, ob das Einhorn bei der Höhle ist. Wahrscheinlich nicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Hazel muss hier irgendwo sein.
Das wird es nicht sein. Das ist ein normales Einhorn. Das ist Hazel, das Einhorn, okay. Ach, hast du mal das? Na los, Hazel! Ach Mann. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Ach, verdammt. Oh. Komm, Fringo! Pombada! Incendio! Arresto Momento! Blöd. So. Arresto Momento. Oh. Das lässt doch schön sein. Hängt schon wieder fest hier. Jetzt ist es gleich wieder weg. Ach Mann, das ist doch scheiße. Was für ein nerviges Pferd. Arresto Momento. Oh. Stell dich doch nicht so an. Ach du blödes Kackpferd, ey, ganz ehrlich. Was für ein Kackpferd ist das denn bitte sehr? Oh. Guck mal, steht's da und luscht mich an. Arresto Momento. Ja, und dann ist es weg. Und komm schon. Ich will doch nur helfen. Mann, das ist so langsam, das Ding hier. Arresto Momento. Och, komm schon, ey. Ganz ehrlich, wie kacke ist das denn, bitte, dieses Pferd zu fangen? Oh. Hässliches, dummes Einhorn, ey. Hm. Und ist es so lange in diesem Dings drin bleibt, dass man nicht weiter fangen kann? Das nervt. Also ich bleib so lange in diesem, keine Ahnung, wie es da heißt, drinne und den kann ich es nicht fangen. Ach komm. Bleib ganz ruhig. Ich werde. Wie soll ich das denn jemals fangen? Wie soll man das denn fangen? Das ist ja gut unmöglich, ey. Weil es einfach so viele. Ach komm, ist es da hochgekommen? Ist es denn da hochgekommen, bitte? Nee, es haut immer wieder ab. Ich kann nicht mehr so schnell daherkommen, das ist das Problem. Ach, das ist ätzend, ey. Arresto Momento. Mann, ich häng hier fest. Ich häng in diesem scheiß Baum fest jetzt, ey. Arresto Momento.
endlich. Oh, was für ein scheiß Pferd. Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ja, in den Tiergehege, ganz ehrlich. Kackpferd ist es. So. Wo soll das Pferd jetzt hin? Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass sie in Sicherheit ist. Ganz ehrlich, das war ein Scheißpferd. Also das könnte auch irgendwie... Ja, dann nervig. Ach, jetzt ist nicht dein Ernst, ich muss außen rumflattern. Man darf da nicht rein. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja. Meine Couch. Lumos. Leviosa. So. Madame Buckbrook, ich hab... Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort? Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Kümmern Sie sich gut um Hazel. Na ja, machen wir. So, die nächste Aufgabe geben ist hier Fleckenentfernung. Karte, wo ist denn das? Müssen wir da hin? Ach, dann müssen wir da hoch, okay. Saccharissa, ich habe die Bubo-Tubler gefunden. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu... Natürlich. Freut mich, sie für dich gefunden zu haben. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere Unansehnlichen? Eines Tages kennt die Zauberer... So. Ein verworrenes Netz. Ja, jetzt in der Kneipe, ne? Genau. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Was wäre denn da? Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Dirk-Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Der ist einfach runtergestürzt. Mr. Dunn. Merlin sei Dank. Wie? Es tut mir leid, Mr. Dunn. Sie war ein unschuldiges Opfer. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Einfach, sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich... Das ist die richtige Einstellung. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie... Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren... Für Mary, die von uns gegangen ist. So, das haben wir auch erledigt und jetzt haben wir noch die Schlüssel, die wir machen müssen. Uns fehlen noch zwei Schlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die sein könnten. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. Haben wir hier eigentlich schon alle Demigeister? Und haben wir. Gibt es auch noch ewig viele
ewig viele Handbuchseiten. Wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwas aufmachen können. Weiter noch irgendwas? Das muss oben sein. Nach oben gehen. Rebellion. Draußen sein. Gut. Ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.